Hallo Leute, hier ist der Professor Minecube und willkommen zu Pokémon Ultrasonne in der Nuzlocke. Beim letzten Mal haben wir einen Krabbel gefangen, waren da hinten auf der Route, wo wir gar nicht hin sollten. Und heute gehen wir dahin, wo wir hin sollten und fangen hier noch ein Pokémon. Amazing, oder? Absolut amazing. Ich guck gerade mal, ob schon da ein bisschen Blubberwasser da ist, wo wir Blubberwasser suchen. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, aber ich guck's lieber mal nach. Ah, nee, wisst ihr was? Wir gucken da vorbei, wenn wir ohnehin zur Wüste gehen. Also nach dem Ghost Trial. Jetzt gehen wir erstmal einen Encounter im Dorf der Kapu encountern. Und zwar tun wir dafür Mana nach vorne. Das passt schon. Genau, und es hat sich unser Marikek zu Primarene weiterentwickelt. Das war sick. Hallo du. Was ist eine TM? Ich habe ein paar TMs. 34, ja. Mhm. Okay, mir fällt gerade was ein. Haben wir nicht aus Versehen einen Trainer geskippt? Ich glaube, wir müssen nochmal umdrehen. Ich gehe aber erstmal hier was encountern. Ich glaube, wir haben einen Trainer geskippt, gegen den man kämpfen soll, nachdem man alle Trainer auf einer Route besiegt hat. Das hier wollen wir nicht haben. Das probieren wir gleich nochmal. Da gibt es ein paar Water, Ice-Types, was ganz cool ist. An denen hätte ich Interesse. Und was es auch gibt, ist Pelipper. Und wenn wir hier einen Pelipper sehen, dann würde ich tatsächlich drüber nachdenken, aber das Pelipper zu fangen. Weil ich keinen Bock habe, noch einen Mangoskelektor zu nehmen. Das wäre mein drittes. Versuch Nummer zwei. Bitte, Mangoskelektor, tu es nicht. Okay, einen Versuch haben wir noch. Ich will kein drittes Mangoskelektor. Komm schon. Komm schon, kein drittes. Gib mir einfach irgendwas anderes. Es ist mir scheißegal, was. Ich nehme Schnäppke, ich nehme Alola Vulpix, ich nehme Pelipper, aber nicht noch einen Mangoskelektor. Please. Ach, ihr wollt mich doch verarschen. Oh, nein. Okay, dann fangen wir unser drittes Mangoskelektor. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht wahr sein. Wie viel Pech kann man haben? Wir gehen für einen Biss. Superzahn. Okay, Mangoskelektor, Tiers. Und es ruft um Hilfe. Oh, Mangoskelektor, nein. Please, Mangoskelektor, tu es doch einfach nicht. Tu es doch einfach nicht. Okay, wir gehen für noch einen Biss. Ein bisschen traurig, dass ein Mangoskelektor schneller ist als wir. Okay, jetzt müssen wir aber auswechseln, wenn wir den fangen wollen. So, wir gehen einmal rüber auf Gyarados. Zack. Und dann werfen wir mal ein paar Bälle. Warum denn schon wieder Mangoskelektor? Warum? Womit habe ich das verdient? Ich habe doch schon zwei von denen. Warum muss es denn ein drittes sein? Hier gibt es so viel anderes Zeug, ne? Aber nee, es muss natürlich noch ein Mangoskelektor sein. Eins. Zwei. Drei. Kann das hier wenigstens Adamant sein? Das würde ich wenigstens appreciaten, wenn es wenigstens Adamant wäre. Das ist wenigstens ein gutes Mangoskelektor. Ja, ich werde dem Mangoskelektor einen Nickname geben und ich nenne es Kishiro. Kishiro. Zack. Kishiro, das Mangoskelektor. Ich lösche den Namen von der Liste. Zack. Und dann gucken wir uns den eben mal an. Bist du einfach Adamant? Komm schon. Nee. Aber Jolly ist auch nicht so eine Katastrophe. Beschattung ist immer eine beschissene Fähigkeit zum Playthrough, aber... Wahrscheinlich das beste Wesen, das wir bis jetzt bekommen haben auf Mangoskelektor. Rauf auf die Box mit dir. Aber ich bin nicht happy. Ich bin absolut nicht happy. So, dann gehen wir jetzt erstmal hier unser Pokémon heilen. Und dann gehen wir, glaube ich, auf die Route, auf der wir vorher waren. Weil ich glaube, da gab es noch jemanden, gegen den man kämpfen soll, nachdem man alle Trainer besiegt hat. Vielleicht haben wir gegen ihn schon gekämpft. Vielleicht bin ich lost, aber ich habe halt ewig nicht aufgenommen. Der letzte Part, klar, den letzten Part habe ich vorher aufgenommen, ne? Der ist gar nicht so lange her. Aber alles davor ist ein bisschen länger her. Bestimmt eine Woche oder so. So, mit Glurak fliegen wir erstmal los. Hier zum Pokémon Center kommen wir ohne Probleme wieder. Und wir wollen jetzt erstmal. Ja, Glüberg da. Passt schon. So, du warst es nicht, ne? Doch, du warst es. Okay. Ja, los geht's, König von Route 12. Ich habe mir vergessen. Dann zeig mal her, was ich von dir krieg. Ich hoffe, es wird cool.
Joris mit Ignivor. Ja, aber ich habe einen perfekten Lied für. Hast du auch einen Ramot? Das wäre ja nicht so cool. Also ich gehe erstmal davon aus, dass ich schneller als Ignivor, weil Ignivor ist jetzt nicht super fast. Ignivor ist schneller als wir. Traurig. Wie viel macht der Käferbiss? Das ist solider Schaden, würde ich sagen. Die müssen wir gleich rauswechseln. Immerhin haben wir Ignivor gekillt. War aber auch zu erwarten, weil es immer halt einfach weak to Jock. So, der 34 auf unserem Drachen. Und dann schauen wir mal, was als nächstes kommt. Mana will Knirscher lernen. Ja, bitte, weg mit Biss. Wir sind eh langsam. Und dann haben wir jetzt noch einen stärkeren Move. Wir kriegen ja basically Stab auf Knirscher und Pinsir. Okay, da wollen wir jetzt halt nicht drauf drin bleiben. Wir gehen nochmal auf Garados. Ich denke, mein Garados wird sich sehr gut um den kümmern können. Resisted Bug, Resisted Fighting, das sind so die Main-Sachen, die Pinsir kann. Fuchtler wird wir auch mal nehmen und wir haben Bounce und Leftovers und Intimidate. Intimidate muss ich zwingend was bringen, da könnte Scherenmacht haben, genau. Durchbruch, okay, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Aber er hat schon mal nicht Moxie. Moxie bringt nur, was er was killt. Also wäre mir wahrscheinlich lieber gewesen, er hätte Moxie. Der jetzt für einen Bounce schneller sind wir wahrscheinlich. Oh, der hat Short Stance. Der hat Short Stance. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Hilfe. Durchbruch, Schwerttanz. Hat der Fuchtler. Er geht für noch ein Schwert. Oh, fuck. Plus 4 Pinsir. Plus 4 Pinsir. Immer noch mit dem Bounce getroffen. Bitte kill den einfach. Der ist halt bulky. Para, keine Para. Oh nein. Oh nein. Wir bouncen nochmal los. Kreuzschere. Das ist resisted, aber vier, ne, plus 4. Huu! Die Leftovers haben den Arsch gerettet. Jetzt muss ich aber den Bounce auch treffen. Jetzt muss ich den Bounce aber auch treffen. Garados. Trifft den Bounce. Okay, Garados hat den Bounce getroffen. Okay, das hätte richtig in die Hose gehen können. Ein Hoch auf die Leftovers und holy shit, Sword Stance Pinsir. Puh. Ah, ich bin auch der König von Runde 12. Ich dachte eigentlich, mir könnte keiner das Wasser erreichen. Ja, dieses Garados konnte es. Dieses Garados konnte es. Scherenmacht wäre natürlich geil gewesen, ne? Also, wenn er keine Scherenmacht gehabt hätte, meine ich. Wenn er Moxie gewesen wäre. Oder Überbrückung. Wir haben Drachengute. Wuhu. Besser als nix. Tschüss. Das war eine knappe Sache. Okay. Aber dann haben wir das auch erledigt und fliegen einfach wieder zurück. König von Route 12 mit seinem Pinsir. Der war sehr gruselig. Also wirklich sehr gruselig. Ich hätte jetzt gerne selber einen Pinsir. Einfach, damit ich auch sowas machen kann. Aber ich hätte dann wirklich gerne Moxie. Ich weiß nicht, ist Moxie oder Überbrückung die Hidden Ability? Ich kann es mir beiden vorstellen. Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Ja, doch Überbrückung, oder? Ich glaube schon. Moxie, Überbrückung oder Scherenmacht. So, habe ich dir jetzt genug TMs? Ich habe jetzt noch eine mehr. 35. Und nee, du willst mir gar nichts geben. Okay, was geht bei dir ab mit deinem Aranestro? Blase ist eine gute Fähigkeit. Heißt die Fähigkeit so? Ich habe nicht aufgepasst. Wasserblase heißt die, glaube ich. Und nächste Route. Route 15, Wasserweg. Wie sieht es mit Route 15 Encountern aus? Gibt es hier was Cooles? So, Route 15. Ganz viel Watershit wieder. Im Gras gibt es nur Scheiße. Also im Gras gibt es auch Phlegmon. Also nicht nur Scheiße, aber primär gibt es sehr viel Scheiße. Auf dem Wasser gibt es ganz viel Zeug, was wir schon haben. Angeln kann man hier Knirfisch, Perlu. Knirfisch und Perlu könnte man hier angeln. Auf dem Wasser gibt es halt ganz viel Scheiße, die wir schon haben. Oder wir gehen halt für 20% Chance auf Phlegmon oder 50% Pelipper. Und so ein Pelipper wäre halt nice, wenn wir nochmal eins kriegen. Und wir können Pelipper ja sogar resetten. Ich glaube, wir gehen an Pelipper ran. Weil so ein Niesel-Pelipper wäre halt geil. Und wir können halt ein paar Mal Pelipper resetten, wenn wir müssen. Weil wir Pelipper schon mal hatten. Also wir hatten Wingull. Und ich glaube, das machen wir jetzt. Wir probieren, uns noch ein Pelipper zu holen, zweites. Weil auf dem Wasser gibt es halt nur ganz viel Müll. Pelipper, 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 Pelipper. Niesel?
Hab Niesel. Bitte, Pelipper. Hab Niesel. Hab Niesel, Pelipper. Es ist ein Niesel, Pelipper. Sehr schön. Und das kann auch per Quereinsteiger nichts holen, was wir noch nicht hätten. Von daher können wir dieses Pelipper jetzt fangen. Dann haben wir das doch noch bekommen. Da haben wir einen Sunsetter und einen Jainsetter. Der Jainsetter ist wahrscheinlich das Bessere für uns. Wir haben ihn gefreezed. Sehr schön. Weil wir halt super viele Waters haben. Und ich glaube, wir haben auch Wassertempo auf einem davon mindestens. Komm, in den Ball rein. Hat es nicht so gut geklappt. Pelipper bleibt ein bisschen gefreezed. Bleib einfach ein bisschen gefreezed, Pelipper. Wir probieren das nochmal. Eins. Zwei. Drei. Pelipper. Nice. Okay, wir haben Pelipper. Haben wir wen bei Flug stehen? Nope. Niemand bei Flug. Niemand bei Wasser. Dann, Biggie will unbedingt männlich sein. Lukas ist ein sehr männlicher Name, wie ich finde. Dann nehmen wir den da, den ich bei alles habe. Der passt überhaupt nicht, aber ich nehme den jetzt trotzdem. Da haben wir unser Pelipper. Tada! So, Wesen ist mir ziemlich egal. Hauptsache, es hat Jane. Aber natürlich wäre es cool, wenn es ein gutes Wesen hätte. Minus Attack würde mir halt am besten gefallen. Ja, ich möchte dir einen Namen geben. Und das wird jetzt kritisch, das richtig zu schreiben. Also. Ist das Haar auch groß? Ich hab's hier groß stehen. Ich weiß aber nicht, ob das Absicht ist. Ich mach's groß. Weil ich es jetzt nicht nachgucken möchte. Das T war aber groß, ne? Ja. So steht's auf meiner Liste. Vielleicht habe ich mich verschrieben, aber so steht's auf meiner Liste. So, Bericht erstmal. Rein in den Bericht. Neutrales Wesen. Ist in Ordnung, es hat Niesel. Alles, was ich möchte. Erstmal rauf auf eine PC-Box. Okay, wir haben unseren Jainsetter. Wir haben unseren Jainsetter. Ein Pelipper. Und einen Hypertrank haben wir auch. Aber wir könnten jetzt natürlich das machen, was das Spiel von uns will. Oder wir kämpfen gegen diesen Ass-Trainer. Das ist eine Frage, die man sich stellen muss, wenn man sich überlegt, was denn hier jetzt der Way to go ist. Und ich glaube, unser Way to go ist dieser Ass-Trainer. Wann entwickelt sich Dartignis? Guck das gerade nach. Einen Moment. Ein Moment, bitte. Dartignis entwickelt sich auf Level 35. Ja, dann will ich eigentlich Dartignis schnell leveln. Ein Level noch für Dartignis. Komm, Alola. Alola. Alola, mein Freund. Ass-Trainer Dominik fordert dich zum Kampf heraus. Er startet seinen Kampf mit seinem Signature-Pokémon Kaumalat, während unser Protagonist mit seinem Dartignis in den Kampf zieht. Dartignis jedoch hat ein sehr schlechtes offensives und defensives Matchup gegen dieses Kaumalat und entscheidet sich deswegen auszuwechseln. Warte mal, das Dartignis, der hat doch gar keine Rauhaut. Nee, ich gehe für Euroass, der hat gar keine Rauhaut. Ich laber Scheiße. Der hat doch Rauhaut. Rauhaut ist halt die Hidden-Ability, deswegen dachte ich halt, der hat niemals Rauhaut. Aber offenbar hat er doch Rauhaut. Hier kommt die Drachenklaue. Und wir juicen jetzt einmal auf dem. Ich will jetzt, dass er sich anzündet. Ich will jetzt, dass er sich am Flammkörper burnt. Und Erdbeben gegen Dartignis drücken klingt sehr crazy. Auch eine Drachenklaue. Komm, burn dich. Burn dich, habe ich gesagt. Burn dich. Kaumalat, please. Verbrenn dich an diesem Dartignis. Blitzer. Okay. Schwächer. Immer noch kein Burn. Komm schon, Kaumalat. Irgendwann kriegst du den Burn, wenn du mich lang genug anfäst. Und dann gewinne ich mit Dartignis im 1 gegen 1. Ich gewinne auch so mit Dartignis im 1 gegen 1. Ich sollte eigentlich mal Aeroas drücken. Aua. Crit. Aber da kam der Burn. Also alles safe. Ich juice jetzt noch einmal und dann kann ich anfangen, ihn mit Aeroas zu finishen. Dann kann ich anfangen, Aeroas zu spammen. Ich werde das Roffel ein Level abbekommen, damit wir ein Fiaro haben. Klaue. Okay. Mein Fiaro ist halt nicht mehr so bulky, wie der Tignis es jetzt gerade ist. Das ist ein bisschen schade, aber Fiaro ist halt fast as fuck. Boom. Die Rauhaut. Eine Drachenklaue. Wir gehen nochmal für den Boost.
damit wir schön healthy sind. Ich weiß gar nicht, ob er dann vielleicht sogar schon zu seinem Burn droppt. Wenn nicht, kriege ich auch Glut und das killt ihn dann auch. Kommt meine Ruheort. Und hat er noch ein Pokémon. Mal gucken, was das ist. Unser Team ist auf jeden Fall sehr healthy. Wir können ziemlich safe auf Sachen auswechseln. Weil das ist ein Knacksel. So, kaum mal, das steht noch. Wir gehen für eine Glut. Da müssen wir nicht für anfassen. Heißt keine Rauhaut und das Kaumalat ist weg. Eef. Kaum XP. Knogger. Oh, Alola-Knogger? Alola-Knogger. Oh. Kritisch. Da müssen wir wohl auf Garados gehen. Hätten auch unseren Esel gehen können. Level Cap ist 36. Ich muss da echt aufpassen. Kommt der Intimidate. Schattenknochen. Ja, der wird erstmal ein bisschen zwiebeln. Haben wir aber genommen. Und dann gehen wir für einen Nassschweif. Den wir sogar treffen. Zack. Dead Knogger. Einfach tot. Wurde besiegt. Es konnte sich nicht wehren. Alola. Alola, Alola. 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 Einen Supertrank hätte ich gerne. Vielleicht sogar zwei. Einen dahin und einen dahin. Ich könnte jetzt natürlich schon in das Haus gehen, wo ich hingehen soll. Aber ich sehe mich halt eigentlich schon dabei, RPG-Regel Nummer 1 zu befolgen und alles zu machen, was ich nicht machen soll, bevor ich das mache, was ich machen soll. Aber ich habe ein bisschen Angst vor dem Level-Cap. Was ist das Cap nach dem hier? Was ist das Cap nach Level 36? Pinwheel Claws Area List und von da aus gehen wir dann auf Level Cap Sheet, genau. 44 nach dem Ghost Trial. Okay, wisst ihr was? Einfach weil ich nicht ans Cap gehen will, wir machen jetzt das, was das Spiel von uns will, auch wenn es mir weh tut. Hallo? Ibims meine ich natürlich. Hallo, Orang-Utan. Wie heißt der? Jank. Nee, keine Ahnung. Kinder! Ah, jemand Neues. Hallo, ihr müsst kämpfen. Ihr müsst, was? Gegen wen? Gegen die kleinen Kinder? Offenbar. Okay. Vor Schüler Erik. Wir werden von kleinen Kindern überfallen. Das hier macht ja schon mal Spaß mit Elekid. Okay. Ja, die im Haus-Battle-Hintergründe sind so scheiße. Holy shit. Wir gehen auf Mana. Mana macht das. Ich glaube, Manas stärkster Move ist gerade Crunch, oder? Weil ich kriege ja aus Crunch basically Stab durch Titankiefer. Donnerwelle, oh nein. Und dadurch ist das stärker als Felsgrab. Ja, ja, Crunch ist der stärkste Move, den Mana hat. Heißt, ich gehe jetzt für Crunch. Geparat bin ich eh schon, keine Angst vor Statik. Der kann gar keine Statik haben, glaube ich, oder? Nee, nee. Nochmal Donnerwelle, okay. Knirscher. Ich hoffe, du gibst mir TM-Donnerwelle. Dafür, dass ich dich gecrunched habe. Du! Ich. Kannst du dem Mangunio mal sagen, dass der Kampf vorbei ist? Das tut weh. Oh. Warum ist das Mangunio noch bei Bewusstsein? Hast du verloren? Schlimm. Die Einkäufe sind erledigt. Hallo, wir kennen uns besser, als mir lieb ist. Nanu, wo ist denn Lilly? Lilly ist bei Hapu-U geblieben, aber sie kommt bald nach. Ja, ich möchte die Prüfung machen, genau. Ich möchte die Prüfung machen. Ich finde es nicht merkwürdig, dass kleine Kinder hier Captains sind. Das ist völlig normal. Das irritiert, also ich finde es ein bisschen schwierig, so rein von der Logistik her, weil müsst ihr nicht irgendwie zur Schule gehen oder so. Wofür ist die Trainerschule? Aber, was ist los? Ja, okay. Können wir machen. Ich gucke mich aber erstmal ein bisschen hier drinnen um. Hallo. Hallo, Reislaus. Ich habe eins von dir als Backup später für... Als meine Strat später gegen Ultranecrosma. Mhm. Da habe ich extra einen Reislaus. Hier ist ganz viel nichts. Okay. Dann gehen wir mal los. Was soll das? Lass das, bitte. Was denn? Deine Handtasche hat sich plötzlich bewegt. Da wird man doch wohl neugierig sein dürfen. Könnte ja ein seltenes Pokémon drin sein. Die klauen wir nämlich, um uns was dazu zu verdienen. Aber auch weniger seltene Pokémon bringen Geld ein. Also lass mal rüberwachsen.
Hey. Hallo. Felix! Hi, na? Schon klar, jetzt kommt der mutige Trainer, der das Mädchen in Not beschützt. Aber die Tour vermassel ich dir, wart's ab. Okay. Ich bin paralysiert. War das die Strat von dem kleinen Kind? Ist das kleine Kind mit euch verbündet? Habt ihr das bezahlt? Einfach, dass es Donnerwelle gegen Leute einsetzt, die danach gegen euch kämpfen müssen? Traumato. Ja, okay, da habe ich jetzt nicht so viel Angst vor. Los, Roffel. Vorwarnung von Traumato wirkt. Ey, wenn ich den besiege, bin ich vielleicht sogar endlich bereit zu entwickeln. Das wäre ja amazing. Hier kommt eine Nitro-Ladung. Zack. Warum ich für Nitro-Ladung gegangen bin? Ich habe keine Ahnung. Ayahuasca wäre stärker gewesen. Das schließt sich mir auch nicht so ganz. Ich weiß nicht, was los war. Wir gehen jetzt mit einem Ayahuasca und einem Crit-Kill. Ich glaube, ein Crit wäre eine Roll gewesen. Gib mir noch eine Meditation. Ja, okay. Das ist ja halt super dumm von dir. Jetzt hast du gar keinen Schaden gemacht. Du hast mir nur gratis XP gegeben. Guckt euch die Finger von Traumato an. Guckt euch einfach die Finger von Traumato an. Das ist schon ziemlich amazing. So, es ist weg. Reicht das fürs Level Up? Nee. Das habe ich auch nicht von dir erwartet, Team Skullman. Nicht mal fürs Level Up reichst du aus. Schlimm. Okay, genug. Mein Bro Traumato sieht auch schon ganz total gelangweilt aus. Tschüssikowski. Tschüss. Puh, vielen Dank. Oh, mein Trainer für ein Spezial gehalten von Hab. Verabschiedet. Da könnt ihr Tasche vor. Piu. Ja, bitte schenkt mir keine Beleber. Vergiss es. Okay, Luxusball. Dankeschön, Lilly. Dankeschön. Darüber freue ich mich. Ich hab's aus der Laune herausgekauft. Aha. Da haben wir Character Development, der Pokébälle gekauft. Tschüss. Was? Ja, ich weiß, wo das ist. Ich brauche nicht mitkommen. Nein, ich finde den Weg selber. Nein! Okay, sie lässt mich hier alleine. Das ist gut. Dann gehen wir da mal hin. Ja, ja, wir folgen ja Captain Lola. Da oben haben wir gleich nochmal eine Chance auf Koryogel. Also mit gleich meine ich nach der Prüfung, wenn wir da halt hin dürfen. Aber nachdem wir die Prüfung gemacht haben, gehen wir ohnehin erstmal nach Osten in die Wüste, weil da können wir den Groundium Sie und einen Ground-Type besorgen. Was hoffentlich ein Garnovil wird. Ich meine, wir können uns ja nicht ewig auf Pampuli, auf unseren Esel verlassen. Also wahrscheinlich können wir uns ewig auf den Esel verlassen, weil der ist ein Playthrough einfach fucking busted. Aber ne, irgendwann ist die Bustedness auch erschöpft. Was ist, wenn der weggekrittet wird? Weil der ist halt sehr... Der hat halt sehr viel Angst vor Crits, weil der basiert halt darauf, dass er seine Death boostet. Und wenn du seine Death boostest, dann Crit geht er durch die geboostete Death durch. Und wenn das passiert, großes Aua. Was ist eigentlich hier? Oh. Warte mal, wie komme ich denn da oben hin? Oh. Offenbar bin ich lost. Ich hoffe, es haben nicht 100 Leute kommentiert, dass ich hätte hingehen können. Wo sich ein Trainer ausgelassen hat. Wenn doch, doof jetzt. Hallo. Ein Herrschaftssticker geklaut. Greift ihr mich jetzt an? Nein. Das ist nett von euch, Kramux. Hey, du. Für seltene Pokémon würde ich alles tun. Ich würde sogar bis ans Ende der Welt reisen. Deswegen bin ich hier. Ich komme aus Johto. Im Gegensatz zu allen anderen, die aus Kanto kommen. Es kommt jeder aus Kanto oder aus Alola. Es gibt keine anderen Regionen. Hallo, Lavita. Warum denn Lavita? Ist nicht was anderes sein können? Naja, Lavita auch nicht so tragisch. Ich habe 100.000 Water-Types und ich suche mir jetzt einen davon aus. Wie wäre es mit Primarina? Dann können wir mal unsere Schaumserenade ausprobieren. Los, Weiß. Alter, wir brauchen eigentlich noch einen Tita, damit wir auch, oder einen Hippo. Einfach damit wir auch noch wen haben, um Sand zu setup. Dann können wir bald alle Wetter holen. Fehlt nur noch Hagel dann. So, Schaumserenade und weg mit dem Lavita. Oder hat er Sturdy? Hat Lavita Sturdy? Der ist auf jeden Fall noch ein Ground-Type. Hat keine Sturdy, okay. Ich glaube, Lavita ist ein Ground-Rock. Ein Pupita auch. Und dann ist erst Tita Dark-Rock. Roffel erreicht Level 35. Das ist schön. Das reicht für die Entwicklung. Für seine Pokémon tue ich alles. Aber um einen Kampf zu gewinnen, mache ich keinen Finger krumm. Das ist kritisch. Ja, nur Roffel entwickelt sich. Mein Talonflame. Zack. Und da haben wir einen Talonflame. Ist das nicht wunderschön? Damals in XY konnte es keiner leiden, aber eigentlich lieben wir es doch alle. Eigentlich lieben wir es doch alle. Wir finden alle Talonflame geil.
Guckt euch mal alle Standardvögel an. Die sind gar nicht so scheiße. Also einige sind schon ziemlich scheiße. Der aus Gen 8, der aus Gen 7 ist scheiße. Der aus Gen 8 ist Bastet, ne? Corbin halt ist Bastet. Hier Gen 7, der Tukanon ist ziemlich bad, das ist richtig. Tauboss ist nur bad, solange es keine Mega hat. Mit Mega ist der gut. Ja, Noctu ist halt scheiße. Schwalboss ist grundsolide. Staraptor ist ziemlich nice. Ja, okay. Der aus Gen 5 ist auch bad. Ist ein Mixbag. Ist ein Mixbag. Aber Tenonflame war damals sehr geil und da hat man ihn zu Tode genervt in dieser Gen. Weil man sich dachte, ja, also Orkanschwing, das hat zwar nur Tenonflame, aber lass das mal richtig krass nerven. Weil Orkanschwing hat ja in Gen 6 noch einfach hat dir einfach grundsätzlich Prio auf Flugmoves gegeben. Und ab Gen 7 halt nur noch, wenn du auf Full HP bist. Und das war halt echt scheiße, weil Jocks existieren. Und der hat halt als Flying Step Brave Bird. Und da auch scheiße dann. So, dann machst du deine eigene Prio kaputt. So, gibt's hier Gratis-Stuff? Ich hab kein Gratis-Stuff. Da sind Geister. Geister! Geistbrot. Was für ein Buff hat das Mimikyu hier eigentlich? Wir werden sich one-hitten können, weil es Mimikyu ist. Das stört mich ein bisschen. Wie heißt denn das Gebiet hier? Haben wir auch einen Encounter drin, ne? Verlassener Laden, genau. So, Level 35 Migma, das hat drei verschiedene Sachen, die sie rufen kann. Oha. Dunkelklaue, Knuddler, Blutsauger, Schlitzer. Und es hat spezielle Angriff. Es hat Angriff. Oh, es hat plus 1 auf allem. Es hat plus 1 auf allem. Oh oh. Oh oh. Und eine Prunusbeere. Und das kann Waters und ein Mon mit Fluch oder ein Mon mit Fluch als Unterstützung rufen. Das heißt, unser Esel ist richtig scheiße in dem Game. Wo der halt. Sick wäre für Mimikyu selber, aber für alles andere ist der bad. Und das heißt, wir wollen eigentlich mit Joss lieben, um den Intimidate direkt zu bekommen. Genau, wir wollen mit Joss lieben ins Intimidate bekommen. Mhm. Genau. Damit irgendwas Schwachem hitten, um den Disguise zu breaken. Irgendwas, das halt 100% Hit hat. Irgendwie Eisfang. Eisfang glaube ich sowieso am besten, weil das kann freezen. Und dann müssen wir gucken. So, wir können erst nach der Prüfung hier was fangen. Und Klavion ist dabei. Amazing. 5% Chance auf Mimikma. Gucken wir dann mal, was wir da besorgen. Wir haben Nebulak, ne? Ich gucke mal meinen Pokédex. Dann haben wir es auf Akala gefangen. Ne, wir haben keinen Nebulak. Okay. Ha! Das Förderband bewegt sich wie von Geisterhand. Förderband! Ja, mach mal den Pokémon-Sucher an. Fand der Geist nicht gut. Das Pokémon hatte ich bemerkt. Oh oh. Gruselig. Ein Nebulak wild erscheint. Von der First wäre ein Nebulak nicht ganz so wild. Holy shit, da ist die Auflösung. Verreckt. Einen Moment bitte. Das werden wir eben einmal fixen. Indem wir einmal den machen. Auf OK drücken. Und dann machen wir einfach im Nachhinein. Einmal wieder den. Zack. Und gefixt. Und dann kriegen wir den mit dem Crunch. Der wird halt schneller sein als wir, aber dem Dolphin hat der Hypnose und alles ist sicher. Und der Crunch. Ich habe eben mal nachgeguckt, ob die irgendwie mit Dingens ankommen können. Mit hier, wie heißt es? Abgangsbund. Aber nee, kommen sie nicht. Kommen sie nicht. Alles gut. Müssen wir beim dritten aufpassen, weil das ist ein Gänger mit Shadow Ball. Da will ich ungern meinen kleinen Dino vorne haben für.
Ein Einkaufswagen! Da macht den Sucher an. Hat es nicht so gut geklappt. Hey, Nebulak. Hab ihn. Frontalaufnahme. Hallo, Alpollo. Los, Mana! Die dürfen wir alle noch nicht fangen, ne? Weil sie gehören zur Prüfung. Knirscher. Nachtnebel, okay, den taken wir halt. Ne? Das ist ein Nachtnebel. Und wir werden mit Crunch einfach one-hitten. Zack. Dead. So, das Gengar sollten wir halt eventuell nicht mit Mana machen. Da rennt ein Pikachu. Das ist gar kein Pikachu, das ist ein Mimikma. Kritisch. So, das Gengar sollten wir halt am besten noch mit Joss machen. Puppenauslage, wo ist sie? Wo ist die Puppenauslage? Da. Geister. Irgendwo ein Item? Nee. Ja, aktiviere den Sucher. Das ist ein, der läuft da einfach. Und der rechts wieder ins Bild rein. Kommt der links wieder ins Bild rein. Steht der vor mir. Gengar. Hallo? Ah, da ist er. Das Pokémon habe ich bemerkt. Kam jetzt auf einmal wieder her. Ich hatte kurz Angst, die wollen mich wirklich scannen und den einfach vor mich stellen, aber haben sie nicht gemacht. Los, Ross. Intimidate bringt gar nichts, weil der hat eh Shadow Ball und wir gehen für einen Biss. In der Hoffnung, dass der den einfach ausnockt. Oh, wir sind schneller. Okay, Flinch. Dead. Dead. Nice. Wir haben ihn gekillt. Das ist doch amazing. Jo, da gehen wir jetzt hin und holen uns das Mimikma, aber dafür werden wir erstmal unseren kleinen Dino heilen. Ich weiß nicht, ob es nötig haben wird, aber besser haben als brauchen. Dann gucken wir gerade nochmal auf unsere TMs drauf. Ich mag halt nicht, dass der plus 1 auf allem ist, ne? Das finde ich echt uncool. Wir könnten den T-waven. Aber welchen Move nehmen wir dafür runter? Na, immerhin kriegen wir einen Attack direkt gedroppt. Das ist etwas. Da müssen wir halt ein bisschen draufboxen, ne? Prunusbeerate auch. Wer bist du? Ich bin's, Felix. Hallo, na? Das tut nichts zur Sache. Verlasse diesen Ort so schnell du kannst. Die Prüfung ist vorüber. Stimmt doch gar nicht. Da hinten erwartet dich nur auf ein Derben. Brich die Prüfung ab und verlasse diesen Ort. Ich setze die Prüfung fort. Tu wichtige Gebiete. Verlasse diesen Ort. Geh nicht weg. Geh gefälligst. Niemals. Geh gefälligst, geh gefälligst, geh gefälligst! Fotoschießen. Die Tür hat sich wie von Geisterhand geöffnet. Eine unheimliche Aura aus von irgendwoher zu spüren. Der Pokémon-Sucher hat sich von alleine aktiviert. Hallo. Mimi? Mimikma, Herrscher greift an.
Okay, das könnte jetzt ein bisschen kritisch sein. Das könnte jetzt tatsächlich ein bisschen kritisch sein, wegen der Fähigkeit. Los, Ross. Erstmal Intimidate. Der ist erstmal wichtig. Zack. So, dann wollen wir erstmal sein Dingens breaken. Gehen für einen Biss. Geht für einen Knuddler. Okay. Plus minus 0 Knuddler. Der zwiebelt ein bisschen. Biss. So, haben wir gebreakt. Flinchen ist nicht. Kostümspiel. So, es ist noch nicht Gen 8, da nimmt keinen Schaden dabei. Leftovers. Und jetzt würde ich sagen, wir wechseln ein bisschen raus, um unser Intimidate nochmal zu kriegen. Bitte hol jetzt einfach nicht eins von den... Okay, das ist okay. Barnett ist okay. Barnett ist völlig in Ordnung. So, wir wechseln jetzt erstmal raus auf ein Mon, was ich jetzt nehmen kann. Wir könnten auf Roffel gehen und versuchen, einen Burn zu kriegen. Aber ich will erstmal den Attack ein bisschen droppen, bevor ich auf Roffel gehe. Ich gehe jetzt erstmal auf Ikuino. Jetzt erstmal auf Ikuino. Das Problem mit dem Barnett ist, dass es Curse hat. Knuddler. So, hier das Barnett für Curse. Geht für Irrlicht. Wir sind gedodged. Das ist schön. Das ist sehr schön. Jetzt, wo ich gerade schon hier bin, würde ich gerne die Gelegenheit nutzen und einen Felsgrab auf den Gegner droppen. Einfach um den Speed loszuwerden. Hier sind wir den Knuddler gedodged. Wir werden von Irrlicht getroffen. Das ist ein bisschen schade. Aber solange wir den Speed droppen, bin ich fein damit. Okay, Face Guard geht raus. Speed ist jetzt auf plus minus 0. So. Und jetzt gehen wir nochmal für einen Speed Drop. Dann ist er nämlich auf minus 1 Speed. Knuddler. Diesmal da getroffen. Werden wir durch den Death Boost einigermaßen taken. Fähigkeit wird. Es wird ein Curse kommen. Hier kommt ein Kreideschrei. Oh, das ist kritisch. Da muss ich jetzt raus. Da muss ich jetzt einmal raus. Aber bitte triff einfach das Felsgrab. Felsgrab getroffen. Schön. Wir haben Felsgrab getroffen. Amazing. So, Leftovers. Dann verlieren wir die Leftovers wieder durch Burn. Dann wechseln wir wieder aus. Und holen uns noch einen Attack Drop. Hier kommt Joss wieder. Los, Joss. Bitte curse jetzt nicht. Liebes Barnett, cursen ist gegen die Regeln. Hier wird nicht gecursed. Barnett gibt es Finte. Okay. Nothing. Knuddler. Aua. Schmerz. So, aber ich sollte jetzt schneller sein. Und deswegen gehe ich jetzt für einen Bounce, weil da kriege ich auch noch Leftovers bei. Los geht's. Ich bin schneller. Ihr Licht, Knuddler ins Nichts, Leftovers. Bounce bitte treffen. Die überlegen gerade. Bounce gemisst, oh oh. Knuddler, aua. Au. Ihr Licht. Okay, Garados muss hier wieder raus. Garados muss hier ganz schnell wieder raus. Okay, das ging in die Hose. Immerhin haben wir jetzt noch minus 1 Attack. Aber Garados wird hier nichts mehr machen. Okay, wir gehen jetzt auf Roffel. Roffel kann den burnen. Und Roffel hat Boost. Ich muss ihn aber zweimal burnen, wegen seiner Beere. Ich habe noch den Evoliten auf Roffel. Wie dumm bin ich eigentlich, Finte? Ich glaube, ich will Juice spammen, oder? Ich kann später noch boosten. Ich gehe jetzt auf eine Nitro-Ladung gegen den Mietmar. Ich brauche den Damage. Irgendwie muss ich den ja hitten. Gar nichts. Das hat nichts gemacht. Finte. Kein Burn. Dunkelklaue. Burn. Okay, jetzt wird sich die Prunusbeere aktivieren. Aber wenn er das nächste Mal das macht, und wenn ich ihn das nächste Mal geburnt habe, dann bleibt er geburnt. Und jetzt fange ich an zu boosten. Flammkörper, so eine geile Fähigkeit. Aber es stört mich gerade extrem, dass ich vergessen habe, den Evoliten von Roffel zu nehmen, weil der bringt mir ja gar nichts mehr. Finte. Ja, burn ich mich auch, war nett. Crit. Hat sie nicht geburnt, Dunkelklaue. Hat sie auch nicht geburnt, wir spammen ein bisschen Boost. Komm schon, burn das Mimikma. Da muss ich es nur noch ausstallen. Wenn das Mimikma geburnt ist, muss ich es nur noch ausstallen. Und es macht halt deutlich weniger Schaden dann.
Dunkelklaue. Ein Burn. Weiter roosten. Braucht diesen Burn. Intimidate hat auch schon sehr viel gemacht. Und Speeddrops sind auch wichtig. Dunkelklaue, ja. Nochmal Finte. Es hat bis jetzt noch nicht Curse gedrückt. Das war nett, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Wir husten weiter. Dann sind wir wieder full. Jetzt kommt der Fluch. Jetzt müssen wir raus. Jetzt müssen wir einmal raus. Können wir jetzt bitte den Burn bekommen? Das wäre jetzt wichtig. Haben wir nicht bekommen. Okay, dann gehen wir jetzt einmal auf Kivoi. Baiten damit den Blutsauger und gehen dann wieder zurück auf Talonflame. Finte. Dunkelklaue. Aua. Crit. Bitter. Okay, da wird jetzt eine Dunkelklaue kommen. Eigentlich wollte ich Kivoi später noch mit Synthese benutzen. Crit war jetzt ein bisschen bitter. So, bitte drück nicht nochmal Curse, Barnett. Tu's jetzt bitte nicht. Ungünstiger Zeitpunkt. Geht für Finte. Okay. Blutsauger? Blutsauger. Das ist ein Kontakt-Move. Komm schon. Gib mir den Burn. Gib mir den Burn. Komm schon. Gib mir den Burn. Das soll wohl nicht sein. So, dann juicen wir wieder hoch. Weiter geht's, Talonflame. Bitte nicht cursen, Barnett. Bitte nicht cursen. Weil wenn er gecursed hat, dann killt er sich selber und dann kommt Apokalyp rein. Das wäre auch sehr bitter. Jetzt burn dich doch endlich. Was ist das denn? Aua, nochmal gekrittet worden. Den haben wir geburnt. Toll. Toll, hilft mir halt nicht. Ich brauche den Burn auf dem Mimikma. I mean, wir nehmen jetzt weniger Schaden durch Finte, aber wenn er einfach Curse drückt, ist halt eh bitter. Dunkelklaue. Ey, es kann doch echt nicht sein, ne? Wie kann man einfach so gar keinen Bock haben, geburnt zu werden? Wir haben es doch schon einmal geschafft. Komm schon. 30% Burn-Chance. Talonflame. Gib ihm einfach. Gib ihm jetzt einfach den Burn. Barnett geht für Kreideschrei. Aua. Aua. Da müssen wir jetzt gleich nochmal raus. Dunkelklaue. Au. Immer noch kein Burn. Was ist das denn? Okay, wir müssen hier nochmal raus. Ich versuche jetzt einen Knuddler zu baiten. Geh auf Mana. Finte. Ohne Dunkelklaue. Take man halt mal, ne? Take man halt mal. So. Knuddler. Können wir wieder den Burn haben? Und danke! Das hat ja ewig gedauert. Holy shit. Aber wir haben ihn jetzt. Wir haben ihn jetzt. Kreideschrei. Bitter. Sehr bitter. Aber wir müssen jetzt trotzdem roosten. Wir haben die Burns. Wir haben die Burns. Das heißt, wir nehmen auch so den Damage mal. Und wir müssen jetzt roosten, um halt die, um halt healthy zu bleiben. U-Turn wäre jetzt auch ein geiler Move. Und durch die Burns kriegen wir halt minus 2 Attack halt. Barnett geht für Fluch, bitter, Barnett killt sich, macht mir super viel Schaden. Da muss ich jetzt wieder raus. Mana erreicht Level 35, das ist schön. Quino erreicht Level 36, das ist auch schön. Dunkelklaue, so. Hier muss ich jetzt raus. Das war ein Crit. Aua. Okay, das war's mit Talonflame. Talonflame macht das Game nichts mehr. Der muss jetzt hier raus. Hat auch keine Unterstützung gerufen. Ich könnte jetzt auf Weiß gehen. Oder auf Kivoi. Was könnten denn die Apokalyp? Nichts wirklich Effektives, aber Kivoi würde ihm halt Recovery geben. Aber Kivoi kann sich selber auch recovern. Ich gehe jetzt auf Kivoi. Hier kriege ich ihn am safesten rein, dann kann ich Synthese drücken und dann kann ich Tropen kicken. Hier kriege ich ihn am besten rein.
Dunkelklaue. Jo, werde ich halt essen. Durch Burn. So. Und jetzt wird hochsynthetisiert. Er hat noch keine Hilfe gerufen. Kann er noch einmal um Hilfe rufen? Kann noch mehrfach um Hilfe rufen. So, wir gehen jetzt für eine Synthese. Die Kavan einmal hoch. So, da wird ein Blutsauger kommen. Der wird aber absolut verkraftbar sein. Jo. Und jetzt gehen wir für Tropenkick. Das droppt seine Attack. Und macht soliden Schaden. Er ruft nicht um Hilfe. Amazing. So, Tropenkick. Hier kommt er. Solider Schaden und Attack-Drop. Blutsauger, macht das. Kein Ding. Ist zwar sehr effektiv, aber du bremst und bist minus 1 Attack. Und da ruft er um Hilfe. Okay. Ist es Apokalyp? Ja, Apokalyp. Okay. Aquavelle, Schnarcher, Groll und Nachtnebel. Ich meine, ich könnte den Tropen kicken. Und der Schnarcher. Wenn ich ihn nicht sleepen kann? Weird. Ich glaube, ich gehe für den Apokalyp. Ich glaube, ich Tropen kicke das Apokalyp einfach. Ja, ich glaube, das mache ich. Ich glaube, ich Tropen kicke ihn einfach weg. Zack, dead. Tastbuch, bitter. Bitter. Ich habe noch Taumeltanz um das. Ich wollte nicht, dass er mich grollt. Das war so das Ding. Ich wollte halt nicht, dass er mich grollt. Da kommt noch ein Blutsauger. Aber Tastbuch ist natürlich auch bitter. So, ich werde jetzt noch einmal auf Synthese drücken. Nee, tue ich nicht. Ich drücke erst auf Taumeltanz. Um ihn zu confusen. So funktioniert das doch, oder? Ja, ja, genau. Wir gehen erst für den Taumeltanz und dann gehe ich für Synthese. So, Mimikma, hau dich bitte selbst. 30% Chance, dass du dich selbst haust. Dankeschön. Dafür, dass ich so lange den Burn nicht bekommen habe, war das echt verdient. Und das ist sehr geil, weil er sich dadurch halt nicht mit Blutsauger recovert. Danke für eine Synthese. Wir müssen jetzt ein bisschen warten, bis unser Tropenkick wieder da ist, weil er fast genug blockiert ist. Also Synthese. Ja, wir haben auch einen Blutsauger. Okay. Macht halt nichts. Macht halt gar keinen Schaden. Im Zweifelsfall haben wir noch Primarine auf, das wir rauswechseln könnten. Stampfer trifft halt den Tropenkick, ist noch blockiert. Gehen wir halt einen Stampfer ins Nichts. Einen Stampfer ins Nichts. Der ist nicht mehr verwirrt, geht für Blutsauger. Okay, dann können wir gleich noch zum Taumeltanz gehen. Dann können wir gleich nochmal für Taumeltanz gehen. Burn. Oh, Tropenkick ist nicht mehr blockiert. Dann gehen wir für den Tropenkick. Zack, los geht's. Los geht's. Weg mit Mimikmaster Textet. Und sein HP. So, nächsten Turn droppt der. Blutsauger, mach das. Mach das. Kein Ding. Kann nochmal dasselbe Apokalypse wie eben kommen, nur halt weiblich. Also in Pink. Und der wird es nicht mal mehr rufen, weil der Tropenkick jetzt einfach killt. Okay. Das war wieder ein etwas kritischerer Herrscherkampf, aber Flame Buddy plus Intimidate ist es halt einfach. Das ist es halt einfach. Die Feuerrechte Level 36. Easy Game. Und nächstes Cap ist 44. Du besiegst Mimikma, Herrscher. Nice. Ein weiteres Foto, ein verschwommenes Foto von Mimikma. Ich bin noch auch fotografiert. Hallo. Bin fertig. Ist das für meine Fotos? Den Encounter hier holen wir uns gleich auch noch. So einen nicen Geist zu mitnehmen. Den mache ich auch noch mit. Oh, ein paar Finsterbälle. Das ist nett von dir. Dankeschön. Dann wollen wir da gleich mal reingehen, ne? Soll doch gewesen sein. Ja, also es warst du nicht, ich weiß.
Klar, ist ja den Rücken runtergelaufen, ist plötzlich kälter geworden. Na, tschüss. Hast du meine Pokémon geheilt? Da hinten läuft Mimikma. Hast du das gesehen? War ja amazing. Dieses ist ja alles krass, was hier passiert. Warum brennen meine Pokémon? Ah ja, Will-O-Wisp. Stimmt. Ich hab noch ganz schön viele Beleber. So, wir ballern jetzt erstmal ein bisschen Hypertränke rein. Wo hab ich die eigentlich her? So, so viel Zeug brauchen wir gar nicht heilen. Das sollte eigentlich schon reichen. Den Hyperheiler noch eben auf Ross. Und dann gehen wir jetzt erstmal einen Geist fangen. So, es gibt überall dasselbe. Von daher erstmal rein hier. So, und zwar bekommen wir hier ein Shuttle. Das ist mal was anderes, sagen wir es so. Das ist nicht so der geilste Geist, ne? Das ist ein physischer Geist. Das ist schon mal das Erste. Und es ist halt nur ein Barnett. Aber es ist halt mal was anderes. Also kann ich mit leben. Wie schwächen wir den eigentlich? Eiszahn, I guess. Sollte nicht one-hitted. Ist nur ein Eiszahn. Es hat nicht gewone-hitted. Das ist schön. Wir haben ganz viele Finsterbälle, ne? Dann werfen wir doch einfach mal einen davon. Haben auch direkt den Flinch bekommen. So, bei Geist haben wir doch bestimmt wen stehen. Ja. Zack, Geist gefangen. Ist aber ein weiblicher Geist, ne? Geschappet wurde im Eintrag im Pokédex angelegt. Registriert. So, ja, ich möchte dem Schuppet gerne einen Spitznamen geben. Und zwar nenne ich es, es ist tatsächlich weiblich, ich nenne es kleingeschrieben Eduk. So, haben wir den auch. Lösche ich den auch mal von der Liste runter. Zack. Zack, so. Welche Box? Natürlich werde ich mir erstmal den Bericht angucken. Bitte nicht Minus Attack. Ist okay. Ist okay. Ist okay. So, wir schicken dich auf eine PC-Box. In eine PC-Box, tut mir leid. Und dann gehen wir auch einfach wieder, fliegen zum Pokémon Center und beenden da den Part. So fliegen wir nicht in dem Spiel. Dorf der Karpfen, da will ich hin. Und dann will ich in die Wüste. Scheiß auf alles, was das Spiel mir sagt. Ich gehe in die Wüste. Ba, 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 ba. So, aber jetzt heile ich erstmal meine Pokémon. Ich würde sagen, wir sind beim nächsten Mal, wenn wir in die Wüste gehen und wir uns den Groundium Z holen. Bis dahin, tschüss.